muss jetzt mir nicht den Moment drücken und zwar genau. Jetzt. Jo, hallo, servus und habe wieder zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies 2. Ja, die neue Welt ist da. Neon Mixtape Tour Tag 10 wurde vor einigen Tagen released. Und der erste Part zumindest mal, ist immer so ja zwei Parts teilmäßig. Der erste Part ist heraus, der zweite Part kommt in Kürze angeblich. Und ich möchte ein bisschen darüber reden. Im Hintergrund spiele ich da dabei den Tag 10. Und weil der einfach am chilligsten ist, da gibt es einfach, sieht man einfach alle Pflanzen und wieder das Förderband, da muss ich nicht, mich nicht allzu sehr konzentrieren. Und ja, ich fange einfach mal an, ein bisschen darüber zu reden. Und zwar fangen wir am besten an mit den Pflanzen, weil sie eigentlich das fast Wichtigste in dem ganzen Spiel. Wie finde ich die Pflanzen? Ich fange einfach mal mit den Lauersellerie, den wir hier haben. Was macht der genau? Ihr seht es da ganz genau. Und zwar die linke Seite von diesem Sellerie, also grundsätzlich ist er vergraben. Und die linke Seite vom Sellerie schlägt die Zombies, wenn sie darüber gehen. K.O. sogar bis zu einem Pylonenzombie. Das heißt, die schaffen sogar einen ganzen Pylonenzombie, was ich echt sehr, sehr stark finde. Die linke Seite ist wie gesagt sehr, sehr stark. Dafür finde ich die rechte Seite wiederum recht fast schon unnötig. Das soll so eine Art Schild sein, so eine Art Walnuss oder so eine Art, ja, eben wie gesagt, so eine Art Schild, die was die linke Seite verteidigen soll. Aber ich finde, die hält trotzdem nicht wirklich viel mehr aus. Ich finde, das merkt man kaum. Da sieht man jetzt dann zum Beispiel da oben in der obersten Reihe, die linke Seite greift an, die rechte Seite wird angeknabbert. Klar, sie hält natürlich mehr aus als wie die anderen, normalen Pflanzen. Aber so wirklich als Verteidigungspflanze funktioniert das meiner Meinung nach nicht. Und daher ist sie jetzt nicht meine allerliebste Pflanze. Ich setze mal diese zweite Pflanze ein. Und zwar ist das der Eigentümer. Und das ist meiner Meinung nach die beste Pflanze im ganzen Part, also im ganzen Neon Mixtape Tour Part 1, ist das meiner Meinung nach die beste Pflanze neben der Kakteen. Die Kakteen habe ich ja schon letzte Woche gespielt, daher werde ich dir jetzt nicht wirklich mehr vorstellen. Und ja, genau, was macht Eigentümian? Ihr habt es gerade gesehen, die macht ein Portal, die alle Zombies auf dem Spielfeld wieder komplett zurück auf den Anfang setzt. Und das kann so richtig gut sein. Dafür kostet sie, wie gesagt, 75 Sonnen im Normalfall und lädt sich im Normalfall sehr, sehr langsam nach. Das heißt, so ähnlich wie eine Kirschbombe. Das heißt, man kann sie recht selten einsetzen, leider. Klar, weil sonst wäre sie viel zu stark. Aber im Grunde genommen finde ich die unglaublich genial und sehr, sehr stark. Kann ich mir vorstellen, dass ich mir die sogar öfters mitnehmen würde. Gut, dann kommen wir zur dritten und letzten Pflanze. Und zwar ist das die fette Beete. Und die ist meiner Meinung nach die schlechteste Pflanze. Sie macht, ihr seht es da, sie klopft auf den Boden und macht dadurch Schallwellen. Und ich finde, diese Pflanze kann man so furchtbar schlecht einschätzen. Und ich kann das einfach schlecht einschätzen, wie weit sind die Zombies jetzt K.O.? Schafft ihr das jetzt noch? Ich kann sie nicht wirklich allzu weit vorsetzen, dass sie nicht wirklich jetzt, dass sie nicht mehr aushält, also wie eine ganz normale Pflanze. Ich kann sie aber noch nicht ganz weit hinter setzen, da sie nachher den Radius nicht mehr hat und die Zombies nicht mehr erreicht. Ich bin sehr, sehr unsicher mit dieser Pflanze. Vielleicht ist sie ganz gut, aber ich kann sie einfach nicht wirklich gut spielen. Und ich muss jetzt aufpassen, dass sie da nicht alles anfressen. Also für mich ist das nicht die cleverste. Ich sag einfach mal die cleverste Pflanze. Ist für mich nicht die cleverste Pflanze, die es gibt. Und dadurch leider die schlechteste. Ja, was gibt es sonst noch zum Sagen zu der neuen Welt, zum ersten Part? Zu den Zombies. Machen wir einfach mal weiter mit den Zombies. Weil mehr gibt es eigentlich nicht in dem Spiel Plants Zombies, ist ja klar. Es gibt, ich finde, die Zombies sind in diesem Spiel, in diesem Part, sind die so unterschiedlich und eigen, wie sie bis jetzt noch in keinem Part waren. Es ist schwer zu erklären, aber ich finde, diese Zombies sind, die unterscheiden sich so, das sind so eigenartig zu den anderen Zombies. Ich kann es, wie gesagt, selber nicht erklären, aber es hängt ja das ganze, die ganze Neon Mixtape Tour hängt ja eigentlich mit dieser Musik zusammen, die im Hintergrund läuft. Das heißt, wie wenn jetzt zum Beispiel diese Punkmusik läuft, dann gibt es eben diesen Punk-Zombie, der was dann voll abgeht und alle Pflanzen,
denen er in die Quere kommt, die schlägt er nachher zurück. Ich glaube, zwei oder drei Felder oder so in die Richtung. Und ja, dann gibt es zum Beispiel auch diesen Hip-Hop-Zombie, den was man hier, glaube ich, auch sieht genau, in der mittleren Reihe sieht man einen Hip-Hop-Zombie, der ist unglaublich stark, wenn halt die Hip-Hop-Musik läuft, sonst ist er ein ganz normaler Zombie. Aber wie gesagt, wenn die Hip-Hop-Musik läuft, ist er sehr, sehr stark und hat dieses Mikrofon, was er um und um wirbelt und ja. Und dadurch gibt es noch zwei Zombies gibt es, glaube ich, noch, die was halt auch so eine spezielle Fähigkeit haben, wenn diese Musik läuft. Und das finde ich eigentlich so eigen. Ich finde es ganz gut, aber ich finde es irgendwie, ich kann es überhaupt nicht mit den anderen Zombies vergleichen. Und daher finde ich das interessant. Einfach mal interessant. Ja, und jetzt im Großen und Ganzen, wie finde ich den ersten Part? Ich finde ihn okay. Ich finde ihn auch gut. Aber er ist für mich nicht der beste Part und er ist jetzt auch nicht der krasseste Oberscheiß und macht alles andere weg. Also er ist okay, man kann ihn spielen, es macht Spaß, es ist keine Frage. Aber es gibt viel bessere Parts, wie zum Beispiel meine Lieblingswelt ist eigentlich Frostbite Cave, mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und die letzte Welt, die Dschungelwelt, wie hatte ich schon geheißen, die Archäologenwelt da, die mag ich auch ganz gerne. Und ja, Piratenwelt finde ich eigentlich auch ganz gut, oder die Westernwelt. Also diese Welten, die kommen nicht ganz auf dieses Niveau von dieser Welt hier ganz zusammen. Aber wie gesagt, bin ich okay, ich bin für jede neue Welt dankbar und kann man auf alle Fälle ganz gut spielen. Was haltet ihr generell mal von dieser Welt? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich habe auch schon gehört von manchen, dass die Welt jetzt nicht so besonders, dass sie die Welt nicht so besonders finden. Ja, ich bin einfach nur recht zufrieden damit. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich bin auf alle Fälle sehr, sehr froh, dass mit dieser Welt die Kakteen gekommen ist. Das war mir sehr, 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 sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, ich kann diese Welt gerade überhaupt nicht spielen, weil ich setze die ganze Zeit zurück und die kriegen aber irgendwie keinen Schaden. Und ich traue sie mir aber nicht zu weit vorgehen, weil sie nachher, glaube ich, alles fressen werden. Ich muss jetzt mir nicht den Moment drücken und zwar genau. Jetzt. Boah, da hat man es gesehen. Okay, dann habe ich schon gecheckt. Voriges Mal habe ich es da eindeutig viel zu früh weggetan, haben sie kaum Schaden genommen. Aber jetzt schaut es eigentlich ganz gut aus, wenn ich sie mit Lichtmoment hingebe. Da muss ich genau warten, weil die Bete kann auf vielen Zombies eigentlich ganz gut Schaden machen, muss man schon sagen. 3, 2, 1. Ja, ich möchte mich nicht meine ganzen Pflanzen verlieren, weil die bekomme ich dann sehr langsam wieder nach. Leider, leider. Aber die kann ich da eigentlich weg, weil so weit hintere kommen die eigentlich eh nicht, hoffentlich. Es ist gerade nicht mal so leicht. Das war schon der letzte Part. Also die letzte Welle. Ach ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Gebt euch mal diese geilen Helm von meinen. Da seht ihr es jetzt in der zweiten Reihe von unten. Von meinen. So, schnell weg. Wie heißt schon Lauersellerie? Ich finde die Helme schon so unglaublich geil. Das ist eindeutig eines der geilsten Kostüme in dem ganzen Spiel, finde ich. Der Hut von der. Mir fällt der Name nicht ein. Von dieser Bete. Finde ich auch ganz cool. Aber generell, ich finde diesen Helm von diesem Lauersellerie, finde ich so geil. Der gefällt mir so unglaublich gut. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. So, jetzt muss ich wieder im Lichtmoment das Ganze hier drücken. Und zwar genau jetzt. Oh, es war ein bisschen zu spät, weil dazu ist diese eine Biete da gefressen worden. Das mag ich gar nicht. Setzen wir das Ganze da hier. So, jetzt haben wir es dann, glaube ich, fast geschafft. Die haben schon einiges an Schaden genommen. Da habe ich wieder eine Biete, das ist sehr gut. Es ist sehr, wenn ich freue mich schon auf Part 2, da kommt jetzt dann wieder in Kürze, ich schätze, eine Woche, ein, zwei Wochen jetzt dauern. Setzen wir sie wieder zurück. Jetzt haben wir leider zu viel verloren. Das habe ich nicht gesehen. Jetzt haben wir nur mehr drei Beten. Das ist gar nicht gut. Zwar nicht mal allzu viele Zombies, aber trotzdem ärgerlich. Gut, die zweite Reihe von unten ist jetzt gleich weg. Da gibt es nur noch diesen einen Zombie da. Der ist praktisch tot. Dann haben wir jetzt nur noch diese Reihe da. Jetzt muss ich dann aufpassen bei den. Was das habe ich hier?
Die können da schön viel. Genau. So will ich das haben. Und genau jetzt. Weil die haben jetzt noch schön viel Schaden genommen, durch das, dass sie weitergegangen sind und diese Beete dann noch eben diesen Radius gehabt hat, wo sie sehr, sehr gut angreifen kann. Jetzt habe ich es gleich geschafft. Oh nein, ich will keine Münzen kaufen, ich habe genug Münzen. Haben wir es gleich geschafft. Wo setzt man da noch was hin? Ich würde einfach sagen mal, daher. Deswegen hier relativ egal, in der Mitte sind die meisten. Und dann haben wir es hoffentlich gleich geschafft. Bitte, 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 bitte. Ich will doch ein bisschen was schaffen. Und weg da. Einmal muss ich wahrscheinlich noch dran gehen. Vielleicht ein, zweimal. Im schlimmsten Fall. Wo setzen wir das her? Ich würde sagen, wieder da. Mir fällt gerade was auf, was ich ziemlich scheiße finde. Und zwar, dass diese Zombies sich anscheinend wieder regenerieren. Vorher war der Helm schon fast K.O. und jetzt dieses Mal eigentlich kaum irgendetwas. Das finde ich nicht gut. Ich muss vielleicht einfach mal durchgehen lassen. Den schaffen es nicht mehr. Ah, scheiße. Gefällt mir nicht. Ich tue da ein bisschen was weg. Die da oben schaffe ich. Das ist eigentlich nicht mal... Es ist nicht schwer, aber es ist ärgerlich. Weil man muss wirklich im richtigen Moment... Muss man da das Richtige setzen. Das... Ja, so gut gefällt mir das. Vielleicht vielleicht bekomme ich jetzt noch ein paar Stachelkräuter. Ja, die regenerieren sich wieder. Okay, dann ist leider dieser Thymian doch nicht so gut. Ich dachte, die werden komplett zurückgesetzt, so wie ich sie geschädigt habe. Ist eigentlich nur so eine Art Notlösung, aber dass jetzt wirklich... Dass ich einfach die Zeit zurückdrehen kann, ist irgendwie nicht so ganz der Fall. Ich hoffe, die schaffen das jetzt unten. Ich will die nicht nochmal zurücksetzen. Außerdem kann ich es auch gar nicht mehr zurücksetzen. Wie mache ich denn das jetzt? Ich habe eine Idee. Erstmal das. Ich setze jetzt einfach mal die nächsten Barriere. Vielleicht bekomme ich dann mehr Pflanzen. Zwei hebe ich mir auf. Die Beete war jetzt komplett unnötig da leider. Ah, die tanzen da alle. Schaut das geil aus. Aber wir bekommen jetzt zumindest das hier. Das hilft mir schon ein bisschen. Obwohl ich hätte das vielleicht draufsetzen können. Ich brauche noch einen Sellerie, bitte. Ich brauche keinen Thymian, Mann. Ich brauche einen Sellerie. Gib mir einen Sellerie. Ich glaube, jetzt sollte das unten zumindest ganz gut funktionieren. Oben vielleicht auch. Das müssten sie schaffen. Und sie schaffen es. Und sie schaffen es. Und sie schaffen es. Und nicht. Sie schaffen es. Und nicht. Sie schaffen es oben auch nicht. Wieso schaffen die das nicht? Ah, das regt mich so auf. Das gibt's doch nicht. Wieso ist das so schwer? Wieso bekomme ich keine richtigen? Jetzt habe ich das jetzt wieder zurückgesetzt. Nein, passt nicht so. Passt schon so. Passt schon so. Setzt mir das da? Ja, gut. Jetzt ist es relativ ausgeglichen. Jetzt habe ich. Nein, oben. Jetzt habe ich oben 4 leider. Ja, jetzt habe ich da einen Celery. Da unten ist jetzt auf einmal down gegangen. Okay, finde ich gut. Und der da oben jetzt auch gleich. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Setzen wir die noch her da und haben es endlich geschafft. Meine Güte, so eine lange Folge. Gut, das war's. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von meinem neuen Part haltet. Habt ihr ihn schon durchgespielt übrigens? Ich habe ihn schon durchgespielt. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, auf den nächsten Part. Bis zum nächsten Mal und ciao.